Update zum Affärendrama um Peter und Iris Klein. Sie wollen ihre Ehe retten. Die Reality-TV-Bekanntheit wirft ihrem Mann einen Fehltritt vor. Er soll sie während seines Australien-Aufenthalts als Dschungelcamp-Begleiter mit Yvonne Wölke betrügen. Zwar bestreiten die zwei eine Affäre, aber es gibt einige Indizien. Und Iris ist fest davon überzeugt. Promiflash bringt euch mal auf den neuesten Stand. Peter und Iris treffen sich jetzt erstmals, seitdem das Drama über sie hereinbricht, für ein Krisengespräch. Ihr Management berichtet, die Aussprache war sehr lautstark und impulsiv. Peter wolle um seine Frau kämpfen, aber Iris sei einfach nur total verletzt. Doch auch wenn es in naher Zukunft wohl keinen Frieden geben wird, möchte niemand ausschließen, dass die Ehe noch zu retten ist. Da die beiden seit 20 Jahren ein Paar sind und sich sehr lieben, sind beide an einem Happy End interessiert. Auch Peter, der zuletzt sehr still war, äußert sich jetzt im Netz. Ich kann verstehen, dass ihr aufgrund der derzeitigen Informationen enttäuscht von mir seid und es macht mich sehr traurig, dass es so gekommen ist. Was die Zukunft bringt, weiß ich nicht, aber hinter jeder noch so dunklen Wolke verbirgt sich heller Sonnenschein. Peter bleibt optimistisch. Ob sich das am Ende wohl für ihn auszahlt?